Eine große Übernahme führender Automobilhersteller in Europa gefährdet 4.500 Arbeitsplätze und Renten im Vereinigten Königreich. Die Minister versichern, dass die Pläne von Peugeot, Vauxhall und Opel zu kaufen, die im Rampenlicht stehen, den 4.500 Arbeitsplätze und Renten nicht beeinflussen werden. Details stehen aber noch aus. Die PSA-Gruppe, die aus Citroën und Peugeot besteht, hat angekündigt, dass man Vauxhall und Opel von General Motors kaufen wird, was den Konzern nach Volkswagen zur zweitgrößten Automobilgruppe in Europa machen wird. Die europäische und britische Regierung versichert, dass die Produktionsstätten von Vauxhall in Luton oder Ellesmere-Port nicht sofort geschlossen werden. Renten und Arbeitsplätze werden aber auf dem Spiel stehen, sobald bestehende Verträge im Jahr 2021 abgelaufen sein werden. Großbritannien wird seine Wettbewerbsfähigkeit verlieren, falls nach dem Brexit kein Freihandelsabkommen zustande kommen sollte, da die Produktkosten aufgrund der Exporttarife steigen werden. Mit dem französischen Premierminister Bernard Hazenwe und Carlos Tavares, dem Chef von PSA, hat Theresa May dieses Problem sofort angesprochen. Der Chef von PSA hat versichert, bestehende Arbeitsverträge von General Motors zu erhalten. Er sagte: "Wir sind stolz darauf, mit Opel und Vauxhall zusammenzuarbeiten. Wir werden dieses große Unternehmen erweitern und den Umsatz beschleunigen." Er fügte hinzu: "Wir sind zuversichtlich, dass der Umsatz von Opel und Vauxhall durch unsere Unterstützung erheblich steigen wird und dass die Arbeitsverträge von General Motors und der Opel-Mitarbeiter erhalten bleiben." Len McCluskey, der Generalsekretär von Unite, befand sich am Verhandlungstisch von General Motors und PSA. Er sagte: "Wir werden auch die Regierung dazu auffordern, die Mitarbeiter der Automobilindustrie während dieser schweren Zeit zu unterstützen, so wie es die französischen und deutschen Regierungen tun." Die nächsten paar Wochen werden für die Mitarbeiter von Opel und Vauxhall stressig sein. Wir können aber ein Licht am Ende des Tunnels erkennen. Glauben Sie, dass die britische Regierung mehr tun sollte, um die Mitarbeiter der Automobilindustrie zu unterstützen? Ich bedanke mich für das Zusehen. Mein Name ist Kies Khalil. Bis zum nächsten Mal.